Wir sind hier auf dem Fürth Festival, das ja unter anderem auch in der Gustavstraße stattfindet, aber an vielen anderen Plätzen in der Stadt auch. Was hat denn das für eine Bedeutung für die Stadt? Oh, ich glaube eine sehr große. Also das ist die 16. Ausfertigung, die 12., die ich machen darf. Wir gehen von rund 100.000 Besuchern am Wochenende aus. Also für alle drei Tage auf allen Veranstaltungsflächen. Für mich ist das immer so gewesen, dass die Stadt sich praktisch selber feiert. Deswegen heißt ja auch Fürth Festival. Wir hatten nur sehr wenig Zeit, uns darauf einzustellen, dass es eine Stunde weniger ist. Wir hätten für das kommende Jahr eh etwas in dieser Richtung angeboten, weil wir wissen, dass hier sehr viele Anwohner leben, für die das eine ganz schöne Belastung ist. Und damit meine ich nicht das Fürth-Festival an sich, sondern seit Einführung des Rauchverbotes zum Beispiel ist die Lärmbelastung für die Anwohner natürlich größer geworden. Und wenn wir etwas tun können, um die Anwohner zu schützen, dann machen wir uns natürlich auch darüber Gedanken. Und im Großen und Ganzen hat das Gericht eigentlich unserer Überlegung für das kommende Jahr vorausgegriffen. Also ich denke nicht, dass die Welt davon jetzt untergeht, wenn die Musik in der Gustavstraße am Freitag und am Samstag um eine Stunde verkürzt wird. Also das ist, mich verwundert es ein bisschen, dass man dem so einen hohen Stellenwert beimisst. Es ist natürlich das Ende einer langen Kette, bis es so weit gekommen ist. Und ich kann natürlich auch die Wut der Bürger verstehen, die das unbedingt so beibehalten wollten, wie das ist. Aber ich denke, gerade auf so engen Raum wie in der Gustavstraße ist noch mehr Kompromissbereitschaft vonnöten, als auf Fläche, die auf der grünen Wiese ist. Und ich denke, wir tun alle da gut dran, das alles ein bisschen niedriger zu hängen. Ne? Also das wird zum Teil mit Kommentaren im Internet geführt. Da fragt man sich schon, ob das wirklich angemessen ist in diesem Zusammenhang. Und ich bin jemand, der glaubt, dass man mit Kompromissen mehr erreicht als mit einer Konfrontation. Je mehr Eskalation in diese Sache reingebracht wird, umso schwerer macht das für uns, in Ansbach vom Verwaltungsgericht plausible Gründe zu finden, warum wir das 2014 in dieser Form wieder durchführen sollen. Deswegen habe ich halt auch im Internet auf Visionsseiten an die Menschen appelliert, bitte ruhig und friedlich dieses Fest zu feiern. Es wird nichts Positives passieren, wenn es hier zur Ausschreitung kommt. Ich selber bin hinzugekommen, da war die Aktion schon im Gange. Ich habe, wie gesagt, auch nebenbei noch drei andere Veranstaltungsflächen, die ich selber betreue. Einer davon ist der Grüne Markt. Ich hatte nur einen kurzen Weg und ich bin schnell informiert worden. Für mich hat sich das so dargestellt, einer der Anwohner mit seiner Frau ist wohl recht provozierend aufgetreten in der Gustavstraße und das hat den Zorn von ca. 15 bis 20 Jugendlichen auf sich gezogen. Die Familie ist ins Haus gegangen, wir haben das Gespräch mit den Leuten gesucht, aber die Provokation nahm sozusagen von beiden Seiten eigentlich kein richtiges Ende, sodass ich gezwungen war, die Polizei zu informieren. Nachdem die Polizei da war, ist das relativ schnell aufgelöst worden. Ich denke, wir tun auch daran, diese Sache nicht so großartig aufzuhängen. Es handelte sich, wie gesagt, um eine überschaubare Anzahl von Jugendlichen mit einem leichten Anteil von Alkoholeinfluss und ich finde, man sollte die Kirche mal im Dorf lassen. Also da ist jetzt nichts unglaublich Schreckliches passiert. Und ich bin froh, dass das so glimpflich ausgegangen ist. Ja, tatsächlich sind wir schon fertig. Jetzt geht's los. Ich gehe heute auf die Bühne, ja, schon ein bisschen komisch heute. Weil A sind wir sehr, sehr streng reglementiert, mit 22 Uhr aufhören, ist immer ein wenig blöd, weil wir halt doch eine Gaudi-Band sind und die halt erst im Laufe des Abends dann so richtig in Stimmung kommen. Auf der anderen Seite, ich werde mich auf jeden Fall im Zaum halten, ich werde halt nichts sagen vor der Bühne. Man lernt. Hast du dir überlegt, dass du das eine oder andere Lied vielleicht heute nicht spielst? Diskutiert die Band schon die ganze Woche. Spielen wir heute Gustavstraße oder spielen wir es nicht? Wir sind uns nicht sicher. Da wir ja viel in unserem Programm sehr frei gestalten,
wollen wir es auch frei machen. Und wenn wir Gustavstraße spielen und der Wunsch ist da, ich meine, ich laufe jetzt da durch und jeder sagt zu mir, das müsst ihr frei spielen, das müsst ihr frei spielen. Ich habe aber auch keine Lust, ein Lied zu spielen, das dann hinterher die Leute dazu anregt, irgendwie Gewalt auszuüben. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Wir sind eine Gaudi-Band, wir wollen hier Spaß. Aber als Playmates haben wir immer schon zu den Themen, die uns bewegen, ob es jetzt da in Fürth ist oder weltweit, haben wir immer unsere Meinung gehabt. Und wir haben hier schon auch eine klare Meinung. Wir wollen nicht, dass ihr ja, falsche Gefühle entwickelt bei solchen Liedern, wenn man über andere Leute redet und sonst was, sondern ihr solltet eigentlich Spaß haben, feiern und denkt alle immer dran, wenn ihr euch über andere Leute ärgert, das passiert nicht immer wieder mal, ärgert euch nicht über die oder entwickelt keine falschen Emotionen wie Hass zum Beispiel, das ist ganz schlecht, das schlägt ja bloß auf euch selber zurück. Wenn euch Leute nicht gefallen, wenn ihr mit Sachen nicht so zurechtkommt, steckt's weg. Jeder Mensch ist sein eigenes Universum. Jeder darf so sein, wie er ist. Und gibt denen Leuten nicht zu viel Aufmerksamkeit. Das müsst ihr gar nicht sein. Trotzdem wollen wir unsere Meinung sagen. Im Internet gibt es ja schon die eine oder andere Aufrufe, heute ein bisschen Theater zu machen, weil es eben 22 Uhr Schluss ist. Auch so Schmähgesänge sind ja schon gedichtet worden. Was hältst du davon? Auch das war klar und war abzusehen. Da würde ich heute vor der Bühne runter was sagen. Ich finde es nicht gut. Das bringt ja nichts. Ich meine, im Prinzip fordert der das raus. Ich lebe nach dem Gesetz der Resonanz. Das heißt, wenn ich jetzt einen Hass auf einen anderen habe, dann fällt ja das wieder auf mich zurück. Das bringt mir ja nichts. Aber es ist halt schwierig. Wir sind alle emotionale Menschen. Wir wollen halt alle hier feiern. Und wir kennen das halt nicht so, dass jetzt auf einmal, das muss gestern ja schon ein bisschen unangenehm gewesen sein. Ich bin gestern ganz bewusst gar nicht hergegangen. Aber so weit ist es schon. Ich gehe da nicht hin, wo ich eigentlich immer hingehe, weil ich Spaß habe, weil das Thema bloß ist und das wieder und dort wieder und jetzt schmähen wir den. Also ich will nicht schmähen, aber meine Freunde werden mir nicht, das ist klar. Man muss ja auch nicht jeden lieben. Ich meine, ich bin nicht Jesus Christus und ich würde es ja sogar versuchen. Ich bin ja Christ und ich möchte es ja, aber ich schaffe es nicht. Aber ich habe wirklich meinen Hass, den ich schon gehabt habe, ich gebe es ehrlich zu, ich habe ihn jetzt wirklich in Mitleid umgemünzt und ich werde die Leute dazu auffordern, das auch zu tun. Das ist auch eine Emotion und die ist halt nicht so negativ wie Hass. Es gibt keine negativere Emotion und wie gesagt, die fällt auf uns selber wieder zurück, soll man es eigentlich lassen. Ich bin ein Mensch, ich bin harmoniesüchtig. Ja, ich habe überhaupt keinen Bock zum Streiten. Ich bin selber erschrocken, wie ich das dann gesehen habe in eurem Bericht. Mein Wutausbruch, weil er runtergefilmt hat. Ne? Ich meine, für sowas gefällt mir dann auch nicht, wenn ich das sehe. Ich denke mir, mein Elbers hat dich da wieder geritten. Ja, aber das sind halt dann, da kommen halt einfach so Emotionen hoch, die ich dann auch nicht steuern kann und die nicht richtig sind. Und das werde ich halt vermeiden. Ich habe halt noch nicht mal einen Schluck Bier getrunken. Normal trinke ich eine schöne halbe Bier vor jedem Auftritt. Ne? Bloß, dass mir nicht irgendwie da was rausrutscht, das ich hinterher bereue. Wenn man die jetzt aus der Ferne betrachten könnte, wenn sie das Ganze in Nürnberg abspielen, dann würde ich sagen, hey geil, wie lustig ist das denn? Aber hier ist man halt jetzt direkt betroffen und dann finden wir es halt nicht lustig. Aber ich versuche einen Abstand dazu zu gewinnen und ich hoffe, dass wir halt trotzdem einen Spaß auf der Bühne haben. Und wir werden uns auf jeden Fall dafür einsetzen, dass nichts eskaliert. Mehr kann ich nicht sagen und mehr kann ich auch nicht tun. Aber ist doch immer ein Anfang. Ja, denke ich schon.
Danke. Gerne. Genießt das, was ihr habt und tut nichts Unüberlegtes, damit es das nächstes Jahr gar nicht mehr gibt. Das wäre meine Empfehlung dazu. Aufgrund eines Gerichtsbeschlusses des Verwaltungsgerichts Ansbach ist eine Zugabe leider nicht möglich. Leute, trotzdem, es war Schiedsfest. Wir danken euch. Wirklich, Remix.